Ornithologie, hat hier im Loro-Park eine Forschungsstation in Zusammenarbeit mit der Loro-Park-Stiftung, in der es um die Erforschung der Intelligenz von Papageien geht. Wir Forscher machen hier kleine Tests zur Intelligenz von Papageien vor den Augen der Besucher, die unsere Experimente live beobachten können. Wir erforschen hier, inwieweit Papageien denken können, wie gut sie neue Probleme spontan durch Nachdenken lösen können und ob sie sich in ihre Artgenossen hineinversetzen können und darüber nachdenken, was andere Individuen wollen, wissen oder sehen. Gerade für die Kognitionsforschung und auch für die Verhaltensforschung bieten Zoos fantastische Möglichkeiten für Studien, die man in der Wildnis an wildlebenden Tieren nie wirklich beobachten könnte. Aber auch für alle möglichen anderen Forschungsbereiche bieten Zoos eine ganze Fülle von Möglichkeiten, sodass die Tiere eben nicht nur für Bildungszwecke gehalten werden, sondern nebenher auch der Forschung dienen. Was natürlich schön ist, weil Zoos dann mehrere Funktionen übernehmen können. Kognitionsforschung oder Intelligenzforschung an Papageien stehen wir noch ganz am Anfang. Wir wissen seit den letzten 15 Jahren, dass Rabenvögel, eine andere Vogelfamilie, unglaublich erstaunliche Fähigkeiten haben, Denkfähigkeiten haben und oftmals Menschenaffen in vielen Bereichen gleichkommen in den Denkfähigkeiten, was ein sehr überraschend das Ergebnis in der Wissenschaft war. Und Papageien sind eine sehr entfernt verwandte Vogelgruppe zu Rabenvögeln, haben aber ähnlich große Gehirne und ähnliche Neuronendichten. Und deswegen sind sie sehr spannend im Vergleich zu Rabenvögeln und im Vergleich zu Menschenaffen zu erforschen, weil wir sehen wollen, ob Intelligenz sich mehrfach unabhängig voneinander in ganz entfernt verwandten Wirbeltiergruppen im Laufe der Evolution bilden konnte. Im Grunde genommen geht es wirklich darum, die Evolution von Intelligenz zu verstehen. Zu verstehen, warum wir Menschen so speziell geworden sind, warum sich unser Gehirn oder unser Neokortex vor relativ kurzer Zeit so enorm vergrößert hat. Und wir Fähigkeiten haben, die kein anderes Tier zu so einem Ausmaß hat wie wir. Intelligenz gibt es aber sicher nicht nur ein einziges Mal. Ich habe ja schon gesagt, bei unseren nächsten Verwandten ist es nicht so erstaunlich, dass sie auch ein ziemlich großes Maß an Intelligenz erreicht haben. Natürlich nicht so groß wie das Menschliche, aber nahekommend und größer, wie manche Leute es gedacht hätten. Man hat schon seit über 30 Jahren macht man systematische Vergleiche zwischen verschiedenen Menschenaffenarten und verschiedenen Kinderentwicklungspsychologie. Und die Forschung hat sich dann weiterentwickelt, die Intelligenzforschung. Da hat man dann angefangen, Rabenvögel zu erforschen, Delfine zu erforschen, weil man von diesen Tieren weiß, dass sie intelligent sind, weil sie auch wirklich herausstechen von ihrer Gehirngröße in Relation zu ihrer Körpergröße. Da gibt es aber eben noch mehrere Gruppen, die auch herausstechen in ihrer relativen Gehirngröße. Und dazu gehören die Papageien und deswegen sind sie besonders spannend im Vergleich zu den Primaten, den Delfinartigen, den Rabenvögeln zu studieren. Wenn man nämlich zeigen kann, dass Intelligenz sich auf verschiedene, unabhängig voneinander, mehrfach entwickelt hat in diesen verschiedenen Gruppen, dann kann man auch herausfinden, welche Faktoren allgemein die Evolution von Intelligenz bedingen und gefördert haben.
ob es bestimmte Umweltfaktoren sind, Variabilität, Unvorhersehbarkeit der Umwelt oder komplexes soziales Leben. Es gibt verschiedene Hypothesen zur Evolution von Intelligenz, unserer menschlichen Intelligenz. Und wenn man das, die Evolution von Intelligenz bei Tieren besser versteht, dann können wir Rückschlüsse auf den Menschen ziehen und unsere eigene Vergangenheit besser verstehen. Wenn man die Denkfähigkeiten von Papageien erforschen will und zum Beispiel herausfinden will, wie innovativ sie sind, ob sie kreativ ein neues, komplexes Problem lösen kann, dann müssen die Tiere, mit denen wir arbeiten, absolut entspannt und zufrieden sein, weil sonst würden sie nie Probleme lösen können. Also es ist unser tief eigenes Interesse, dass sie auf keinen Fall in irgendeiner Weise in dem Test gestresst sind. Deswegen ist es sehr wichtig für uns, dass es den Tieren gut sind, sie ein gutes soziales Umfeld haben und rundherum zufrieden sind. Die absolute Grundvoraussetzung für unsere Arbeit. In den Tests kommt es darauf an, dass die Tiere spontan mitmachen. Also es interessiert uns überhaupt nicht, die Papageien zu trainieren, irgendwelche Dinge zu tun, weil man kann Tiere trainieren, die komplexesten Sachen zu können, aber das hat absolut nichts mit Intelligenz zu tun. Intelligenz bedeutet spontane Lösung von komplett neuen Problemen. Und deswegen müssen unsere Tiere zum Beispiel auch zufrieden sein, das heißt, sie müssen genügend gefüttert sein. Wenn wir ihnen Futter anbieten, Tests, dann ist das ganz spezielles Belohnungs-Lieblingsfutter, das eben was Besonderes ist. Aber die bekommen ganz normal ihr Basisfutter, bevor sie getestet werden, weil sonst könnten sie sich ja gar nicht konzentrieren und dann auf ihre innovativen Lösungen kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare, um kein Video mehr zu verpassen. Abonniert einfach den Kanal.